Ja, ich habe es hier im Kanal ja schon das eine oder andere Mal erwähnt. Mein Lieblingshandy aller Zeiten ist das Xperia Z1 von Sony. Ich war so großer Fan dieses Geräts. Ja, ich bin es immer noch, ehrlich gesagt. Das ist das gute Stück, hat sich sehr gut gehalten. Ist natürlich inzwischen ausrangiert. So ein tolles Design. Erstens mal unglaublich gutes Weiß. Weiß ist überraschend schwierig, schöne Weiß hinzukriegen. Sony hat da wirklich ein ganz, ganz schönes Weiß. Die Klappe hier hält nicht mehr ganz so gut, sehe ich jetzt gerade. Habe es mal wieder aus dem Archiv genommen. Bisschen ausgeleiert da. Aber ansonsten wirklich das kantige Design mit der Metallkante hat mir immer sehr gut gefallen. Dass es vorne komplett schwarz war, war großartig. Ja, das Sony-Logo, das hatte man früher noch, weil der Bildschirm ist ja nur etwas so groß, dass da sind dicke Ränder oben und unten. Nein, so ein gutes Gerät, ist mir x-fach runtergeknallt, hat überhaupt keine Probleme damit gehabt. Ich war damit auch im Meer schwimmen. Ganz, ganz tolles Handy, wirklich ganz, ganz viel Sentimentalität, was dran. Oh ja, stimmt, es gab ja sogar einen Dock, wo man drahtlos laden konnte damals. Das war ja auch ein Novum. So ein gutes Gerät. Und entsprechend gespannt bin ich nun aufs allerneueste Xperia. Mit den Xperia-Handys ist es immer so ein bisschen auf und ab. Mal hat sich Sony ein bisschen mehr Mühe gegeben, mal haben sie es wieder ein bisschen lauern lassen. Ganz seltsam, ja, als sie mal verkündet haben, Wasserdichtigkeit bei Handys sei nun doch nicht wichtig. Weil sie waren ja die Ersten, die das hatten, haben sie irgendwie verkündet, sei jetzt doch nicht wichtig. Und just in dem Jahr kamen dann auch Apple und Samsung. Musste Sony dann auch wieder zurückkrebsen. Also, Sony hat mir vorab das neueste geschickt, das Xperia. Ah, der Name, jetzt muss ich mich konzentrieren. Xperia 1 Mark 5. Und ich bin da wirklich sehr gespannt auf das Design. Sah sehr, sehr spannend aus. Aber das Spannendste ist der Fotosensor da drin. Also da haben wir, wird uns nicht langweilig mit testen, aber schauen wir mal. Das ist die Vorabbox. Da müssen wir gar nicht groß Unboxing machen. Das fertige Produkt hat eine viel schönere Box. Also. Plastikrückseite. Der erste Eindruck. Mein geliebtes Z1 wirkt viel, viel hochwertiger. Ich muss euch mal zeigen, warum ich so großer Fan damals auch dieses Xperia-Designs war mit der Glasrückseite. War damals schon ein bisschen kontrovers, hat aber den großen Vorteil, dass das Handy einfach hält in der Hand. Schaut mal, es fällt halt nicht runter. Jetzt nehmen wir da die Plastikrückseite. Boah. Zum Glück war ich darauf vorbereitet. Das ist halt nicht griffig, so eine Plastikrückseite. Das fühlt sich griffig an, aber kommt ein bisschen drauf an, was für Finger man hat. Aber bei meinen Fingern hält es überhaupt nicht. Ah, und lustig, jetzt wo wir es gerade schauen, wo wir bei der Rückseitenkritik sind. Sony ist der einzige Hersteller, der immer noch das NFC-Logo hinten drauf hat, dass man weiß, wo die NFC-Schnittstelle ist. Das ist natürlich super praktisch. Sieht nicht besonders schön aus, aber weiß man immerhin, wo sie ist. Bei manchen Handys ist sie nämlich hier hinten, bei anderen ist sie hier oben und da kann nicht viel schief gehen. Ansonsten das Design, was halt auch toll ist, sie hat wieder einen Auslöserknopf. Ich mag Kameraknöpfe. Hatte meins damals auch. Hatte sogar ein Kamerasymbol daneben. Nicht, dass jemand meint, sei ein anderer Knopf. Diese Rillen hier sind. Interessant, was auch offensichtlich ist, der Fingerabdrucksensor ist immer noch in der Taste. Sony ist da nicht Fan von Fingerabdrucksensor unterm Bildschirm. Ich bin das schon. Ich finde das ehrlich gesagt besser als in der Taste, aber notfalls ist auch okay. Was wir auch sehen, wenn wir es schon ein bisschen schräg halten, der Bildschirm hat wieder oben und unten schwarze Ränder. Sony ist auch kein Fan davon, irgendwelche Löcher reinzufräsen oder wie es andere Hersteller machen. Sie haben da immer noch dicke Ränder oben und unten, also dick. Im Vergleich zu dem hier sind die Ränder ja dünn, da waren die Ränder so dick, von da bis da, jetzt ist es noch von da bis da, aber der erste Eindruck, wenn man das Gerät in der Hand hat, ist schon nicht wahnsinnig Premium. Aber klar, Plastik ist halt praktisch. Erstens, es bricht nicht, zweitens, es ist super, um Strahlen durchzulassen. Man merkt, dass Sony eine Ingenieurfirma ist, die haben halt gesagt, es ist aber so viel besser, wir wollen es so haben und nicht. Wie es die Kunden und Snobbyzer ja gerne hätten, nämlich ein bisschen hochwertiger und Premium. Die Kante da mit diesen Rillen ist wirklich interessant. Was haben wir noch?
USB-C hier unten, SIM. Oh ja, das ist etwas aus so, das muss ich euch zeigen, das ist immer cool. Ich vermute, es ist immer noch so. Ups. Genau, Sony hat den werkzeuglosen SIM-Slot. Braucht man diese blöde Büroklammer nicht. Das ist wirklich großartig. Jetzt könnten sich andere Hersteller was von abschneiden. Aber klar, die eSIM kommt und dann ist es eh vorbei mit SIM-Karten wechseln. Sonst muss man, oh ja, natürlich. Darf bei Sony nicht fehlen, der Kopfhörerausgang. Da kann man immer noch Kopfhörer reinstecken. Für die High-End-Audio-Fans. Ansonsten, ja, ich glaube, das war's. Ich bin jetzt vor allem gespannt auf die Kamera. Der Sensor da drin ist ja unglaublich spannend, aber da gehen wir gar nicht in die Details, was sich dann im Test rausstellt, dass der langweilig ist und gar nicht so viel bringt, wie es auf dem Papier ausschaut. Also, einen Moment Geduld, ich melde mich gleich wieder mit ganz viel guten Erfahrungen. Nein, nicht, da haben wir jetzt lang genug drüber gesprochen. Mit hoffentlich ganz viel guten Erfahrungen hierzu und ganz, ganz wenig schlechten. Aber mal schauen. Also, einen Moment. Ja, und da bin ich wieder mit Alltagserfahrungen zum Xperia 1.5. Ich habe mich die ganze Zeit vertippt, wenn ich es im Internet gesucht habe und etwas nachschauen wollte, habe ich immer geschrieben Xperia IV und dann kam natürlich das IV, was das Vierer ist vom letzten Jahr. Und aber langsam habe ich es raus mit dem Namen 1.5. Einfach, wir nennen es das neue Xperia mit dem neuen Sensor. Das hier ist keine volle Review mit allen Details. Das sind ein paar Alltagserfahrungen, die ich noch zusammengetragen habe. Die ausführlichere Review schreibe ich dann für den Tagesanzeiger. Hier einfach so die wichtigsten Sachen, die mir damit aufgefallen sind. Erstens, der größte Nachteil am Gerät, was mir schon beim Unboxing aufgefallen ist, es fühlt sich halt nicht nach einem Handy an, was 1400 Franken Euro kostet. Es fühlt sich ja viel, viel billiger an. Also da hat sich Sony wirklich keinen Gefallen getan. Mag sein, dass es technisch absolut Sinn macht, das aus Plastik zu machen, aber selbst dieses das OnePlus, was ich neulich da als Budget-Tipp wieder vorgestellt habe, fühlt sich so viel wertiger an. Da haben sie sich so viel mehr Mühe gegeben mit Design, Haptik und eben dank der Glasrückseite. Es fällt halt nicht runter. Wupp, jetzt erst. Das Xperia ist mir im Verlauf des Tests, nicht weiter sagen, das eine oder mal aus der Hand gerutscht, weil es einfach so ein rutschiges Ding ist. Da müsste man einen Handgriff dran machen, irgendwie eine andere Hülle noch drumherum. Aber bei der Haptik und der Anmutung des Geräts hat sich Sony wirklich nicht selbst übertroffen. Das ist ein bisschen enttäuschend. Das andere, was mich auch enttäuscht hat, das kann ich euch gleich mal vorführen. Sony ist so gut mit Vibramotoren und mit Haptik eigentlich. Sieht man ja an der PlayStation und all den Geräten. Aber hier, müssen wir schauen, dass wir es hinkriegen, dass es nicht anspringt. So. Ich glaube, ihr hört es jetzt sogar. Achtung, ich drücke jetzt mal ein paar Tasten. Der Haptikmotor hier drin ist so lausig angepasst aufs Gerät. Es muss ein guter sein, da bin ich mir ziemlich sicher, auch ein teurer. Aber Sony hat sich nicht die Mühe gemacht, dass es sich schön anfühlt, wenn man auf die Tasten drückt. Es klappert und es macht dök, dök, dök. Nein, da hätten sie ruhig ein bisschen sich mehr Zeit nehmen können und das ein bisschen feiner einstellen, weil das Handy fühlt sich dann viel ruckeliger an, als es ist. Und das ist auch etwas, was mir im Alltag aufgefallen ist mit dem Gerät, die Software. Fühlt sich einfach ruckelig und ruckartig an. Es ist kein flüssiges Nutzen des Geräts. Das iPhone ist unglaublich flüssig. Die Pixel-Handys fühlen sich unglaublich flüssig und souverän an. Wenn man etwas drückt, dann passiert etwas und alles ist genauso, wie man sich's vorstellt. Wenn man hier was drückt, passiert manchmal nichts. Manchmal passiert sofort was und es fühlt sich unendlich nervös an, das Gerät. Und das zieht sich ein bisschen durch die vielen Funktionen, die es hat. Hardware darin ist unglaublich gut. Leistung ist super, es kühlt sehr schnell aus, der Bildschirm ist toll, die Lautsprecher sind toll. Wenn man ein Technik-Fan ist, das ist das große Fazit, wird man an dem Ding unendlich viel Freude haben. Technik-Fans, das ist wirklich ein Gerät, woran man unglaublich viel Spaß haben kann. Es hat unglaublich tolle Technik drin. Die Ingenieure haben sich da wirklich selbst übertroffen.
Leider haben sich die Ingenieure so weit selbst übertroffen, dass die Verpackungsabteilung da ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber wenn man Technikfan ist, wird man an dem Ding sehr, sehr viel Freude haben. Und auch wenn man ein Kamerafan ist, wenn man Fotokameras bedienen kann, macht dieses Handy unglaublich viel Spaß. Jetzt sind wir beim wichtigsten Punkt, bei der Kamera und dem neuen Sensor da drin. Die sind wirklich super toll. Ich habe riesig Freude daran. Die Hardware ist wahnsinnig toll, was man da alles mitmachen kann. Ich habe ja auch das eine Fotovergleichsvideo mit dem iPhone noch und dem Galaxy und einer großen Kamera gemacht. Das kommt sehr, sehr nah an eine große Kamera ran. Natürlich nur sehr, sehr nah, nicht perfekt, aber der neue Sensor ist sehr vielversprechend und Sony macht es halt auch, finde ich, relativ gut. Wenig Software-Processing, was die Bilder dann meistens ein bisschen kitschig erscheinen lässt, sondern alles sehr, sehr entspannt. Aber würde ich dieses Handy jemandem in die Hand geben, der noch nie eine große Fotokamera in der Hand hatte? Ich tue mich ein bisschen schwer. Ich zeige euch mal, warum. Wir haben hier die Foto-App, hier die Video-Pro-App und hier hinten dann noch die Cinema-Pro-App. Ja, man muss ein bisschen wissen, was man in welcher App machen möchte. Und ich habe mich auch ein bisschen verloren jeweils in den Apps, aber langsam habe ich es raus. Starten wir mit der Foto-App. Die sieht halt schon aus wie eine klassische Fotokamera. Da sieht man, die Leute, die bei Sony dieses Handy gemacht haben, bauen sonst Fotokameras. Und dann natürlich bauen sie auch ein Handy, was wie eine Fotokamera ist. Eigentlich ist es eine Fotokamera in einem Handy drin und eben nicht ein Handy mit einer guten Fotokamera. So kann man es vielleicht erklären, was dieses Gerät ausmacht. Man hat hier halt alle Funktionen, die man von einer Fotokamera kennt. Wenn man da schon erschrickt mit sowas, ja, was soll ST denn bitte sein oder... Warum muss ich jetzt den Nachtmodus aktivieren? Der soll doch einfach. Und was ist denn das da? Das ist ja der Bokeh-Effekt. Wer außer Fotofans weiß, was Bokeh ist? Es ist wirklich eine unglaublich technische Kamera. Wenn man sich damit auskennt, macht es großen Spaß. Man kann wahnsinnig viel damit machen. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen nervös. Auch Tracking-Autofokus, wenn man es antippt. Gerade wenn man eben nicht... absolut zu Hause ist in Fotografie, erschrickt man mal, wenn da plötzlich dann irgendwelche Felder, Fokusfelder auftauchen im Bild und ja, man merkt, es ist wirklich gemacht worden von Leuten, die fotografieren können und das sehr, sehr gut und sich das gewohnt sind. Gehen wir noch in die Video Pro App, da ist es noch ein bisschen komplizierter. Da bin ich übrigens fast verzweifelt. Ich habe die ganze Zeit die Funktion gesucht, wo man die Bildrate verschieben kann. Da habe ich immer hier auf die drei Strichchen gedrückt, aber da war es nicht. Bis ich gemerkt habe, im Menü, was daneben steht, ist ein einzelner Knopf. Das sind zwei getrennte Knöpfe. Menü ist ein Knopf und die drei Strichchen sind ein Knopf. Wer bitteschön kommt auf so eine Idee? Also das ist so unendlich verschachtelt und kompliziert. Und jetzt müsst ihr mal gucken, was auch ein Problem war. Ich habe dann so gefilmt. Dann habe ich aber gemerkt, es ist besser, wenn ich die Kamera unten habe und ich wollte so filmen. Und schaut mal, was dann passiert. Es kann nicht drehen. Sony hat nicht daran gedacht, dass vielleicht jemand mal so filmen möchte. Nein, man kann die App nur so rum nutzen. Und Hochformat kann sie immerhin. Daran haben sie gedacht, aber wenn man die Kamera lieber unten haben möchte, weil man eine Perspektive haben möchte, wo die Kamera halt ganz unten durchfilmt, dann muss man die ganze App verkehrt herum und auf dem Kopf nutzen. Das ist wirklich ein bisschen verschenkt, aber... Wie gesagt, die Hardware da drin ist unglaublich. Also was man da alles kann, wir können mal zusammen, jetzt muss ich wieder überlegen, ich muss auf Menü drücken, nicht auf die Strichli. Dann kann ich halt die Frames pro Sekunde kann ich raufhauen bis auf 120. Das ist genau das, was ich mir bei allen anderen Smartphones wünschen würde. Zeitlupe in 4K. Können sie alle nicht, weil es macht das Handy ein bisschen warm, braucht viel Akku und braucht halt teure Optik, gute Sensoren und alles. Und Sony hat das und sie können das. Ich zeig's euch mal. Ja, das ist gefilmt in 120 Frames pro Sekunde und dann natürlich langsamer laufen gelassen, weil die Video hier sind ja in 24, also da hat man eine wunderschöne Zeitlupe in 4K. Das ist so cool, da flippen Leute wie ich aus. Wenn man das in einem Handy kann, die meisten Leute kommen nie auf die Idee, das zu nutzen, finden es nicht und es ist einfach zu kompliziert.
Nein, es ist wirklich ein Handy für Technikfans und für Kamerafans. Leute wie ich haben riesig Spaß an dem Ding. Aber wie gesagt, ich würde es nur Leuten empfehlen, die so lange bei diesem Video zugeguckt haben und die ein bisschen ähnlich unterwegs sind, was Spaß an Kameras und Nerdtum in dem Bereich angeht. Ansonsten fährt man mit einem anderen Smartphone viel, viel besser, drückt man einfach ab und hat ein gutes Foto, was dann auch noch ein bisschen heller ist und gesättigtere Farben hat, wo man nicht nachbearbeiten muss. Und ja, ich bin unendlich gespannt natürlich, wo dieser Sensor von Sony als nächstes landet. Wenn der dann mal in einem iPhone oder so ankommt, dann wird's richtig spannend, weil Apple schafft ja immer so die Balance aus unglaublich guter Bildqualität plus einfacher Bedienung und einfach genau die Funktionen anzubieten, die die Leute wollen und die Leute nicht zu überfordern mit zu viel. Da bin ich sehr gespannt, was dann da ausschaut, wenn der Sensor da mal ein bisschen die Runde macht. Aber aktuell ist er wirklich sehr, sehr vielversprechend. Fazit. Ich habe riesig Spaß an dem Ding, aber ich muss es jetzt dann auch gleich wieder zurückschicken. Der Kurier kommt es abholen in 3 Stunden kommt, also das ist der Last Minute, dieses Video. Was würde ich empfehlen? Ganz ehrlich, es ist eine Fotokamera im Handyformat mit allen Vor- und Nachteilen einer Fotokamera im Handyformat. Die vernünftigere Variante ist, das Handy zu behalten, was man hat, und sich eine Fotokamera zu kaufen. Ganz ehrlich, selbst das da reicht, finde ich von der Bedienung her völlig. Kann man alles drauf machen, kann man Bilder bearbeiten. Und wenn man dann halt Fotos machen möchte oder filmen möchte, kann man für dasselbe Geld, was dieses super Premium-Ding hier halt kostet, kann man sich die Sony E10 kaufen, noch mein Lieblingsobjektiv, das 15mm 1.4 dazu. Und man hat eine unglaubliche Kamera. Aber wenn man halt alles im Handy haben möchte und das so gut wie möglich, ja, das Xperia hier mit allen Vor- und Nachteilen. Wie gesagt, Haptik und Anmutung ist jetzt nicht wahnsinnig Premium. Die Funktionen sind teils versteckt. Man muss ein bisschen wissen, was man macht. Aber wenn man das kann, wird man sehr, sehr viel Spaß an dem Ding haben. Ich würde mir einfach wünschen, dass Sony da noch ein bisschen an der Software rumpoliert. Die könnte noch ein bisschen flüssiger und wie gesagt eben so ein bisschen souveräner und entspannter sein. Aber so, jetzt reicht's. Jetzt muss ich es nämlich wirklich zurücksetzen und der wieder in die Schachtel machen. Sonst hat der Kurier dann keine Freude. Falls ihr noch Fragen habt zum Xperia, immer her damit. Wir haben jetzt hier ja nur so ein bisschen meine wichtigsten Alltagserfahrungen angeschaut und Videos zu Videoqualität und Bildqualität habe ich ja separate gemacht. Ich verlinke die unten am Video, dann könnt ihr die dann auch mal noch gucken. Dann seht ihr, wie gut die Kamera ist, wie gut die Bildqualität ist. Wir haben jetzt hier nicht viele Detailfotos angeguckt. Das kann man da getrost dann ein andermal nachholen. So, falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben, falls ihr findet, wir wollten nur Demo-Fotos sehen, Daumen nach unten. Ich finde Demo-Fotos in YouTube-Videos immer ein bisschen albern, aber ich habe ja ein separates Video dazu gemacht, da könnt ihr dann auch in aller Ruhe reingucken. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald hoffentlich im nächsten Video.